Jetzt kommt's auf die FDP an. Das Rennen um Platz 1 im Saarland ist gelaufen. Wir haben ja gesehen, die Bundes-CDU hat den Wahlkampf eingestellt. Da werden jetzt große Schuldzuweisungen spätestens ab Montag losgehen. Jetzt ist die Frage, gibt es Rot-Grün, gibt es eine SPD-Alleinregierung oder bleibt das Land auf einem Kurs der Mitte? Deswegen ist die entscheidende Frage bei dieser Wahl, schafft die FDP in den Landtag, bleibt das Land auf einem stabilen Kurs der Mitte? Sorgen wir dafür, dass es Veränderungen gibt oder ein Weiter-so mit der GroKo, nur andersherum. Wichtig ist, wir müssen jetzt jeden Tag, jede Stunde noch nutzen, um für die Freien Demokraten zu werben. Bei dieser Wahl brauchen wir nur knapp 25.000 Stimmen. Das heißt, es kommt wirklich auf jede Stimme an und zu unserer Unterstützung ist auch noch eine weitere Stimme gekommen. Die FDP hatte zum Wahlkampfabschluss ins Sarondo im Saarbrücker Europaquartier eingeladen. Hauptredner des Abends war der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der gleich einmal gegen die CDU austeilte. Die CDU tatsächlich die Abschlussveranstaltung abgesagt wegen der Haushaltswoche. Meine Damen und Herren, wenn für die CDU die Haushaltswoche und der Wahlkampfabschluss schon als Oppositionspartei zu viel ist, dann sollten wir aus mitmenschlicher Schonung die CDU im Saarland auch nicht länger mit Regierungsverantwortung belasten. Ansonsten standen vor allem bei der Spitzenkandidatin Angelika Hieserich-Peter die Themen Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung im Vordergrund. Bereiche, in denen es im Saarland offensichtlich Nachholbedarf gibt. Insgesamt feierten die FDP-Anhänger ihre Spitzenkandidatin, den Landes- und den Bundesvorsitzenden, frenetisch. Das Ziel heißt 5+, und wenn die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute richtig liegen, dürfte dies auch in Erfüllung gehen. Die Frage ist, welchen Anspruch haben Sie an Ihren Landesverband hier im Saarland? Die saarländische FDP braucht von mir keinen Anspruch oder keine Tipps. Wir haben es ja geschafft, jetzt nach 10 Jahren außerparlamentarischer Zeit wieder auf dem Sprung in den Landtag zu sein. Die haben während der Corona-Pandemie gezeigt, dass sie als seriöse staatstragende Partei den Gedanken der Freiheit hochhalten und gute Antworten für Bildung und wirtschaftliche Entwicklung hat Frau Hieserich-Peter auch. Also ich bin sehr zuversichtlich.